Hallöchen, ihr Lieben. Heute werden wir die wohl einfachsten Pralinen der Welt zubereiten, die ganz ohne Aufwand und auch nur mit 2 Zutaten gemacht sind. Geschmacklich erinnert das ein bisschen an diese Riesenbonbons, weil die Konsistenz von unseren Pralinen auch so richtig schön klebrig chewy ist. Sie schmecken nicht zu süß, nicht zu bitter und vor allem sind sie super schokoladig. Bald ist ja auch Muttertag, da würde sich das natürlich perfekt zum Verschenken anbieten. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wir brauchen ja nur 2 Zutaten und zwar 200 Gramm gezuckerte Kondensmilch und 100 Gramm dunklen Kakao zum Backen. Und ja, es muss tatsächlich der Backkakao sein, sonst würden die Pralinen nämlich nicht so schokoladig und viel zu süß werden. Und dann fangen wir jetzt auch zuerst mit der gezuckerten Kondensmilch an, die wir uns ein bisschen erwärmen müssen. Das könnt ihr dann entweder bei geringer Temperatur in der Mikrowelle machen oder so wie ich, indem ihr euch ein bisschen heißes Wasser in einen Topf oder in eine größere Schüssel füllt und hier dann diese kleine Schüssel mit der Kondensmilch reinstellt. Rührt das Ganze gelegentlich um und dann wird die Konsistenz auch zunehmend flüssiger. Als nächstes können wir die Kondensmilch in eine etwas größere Schüssel umfüllen und dann sieben wir uns in 2 bis 3 Portionen unseren Kakao dazu. Das Ganze muss jetzt gut eingerührt werden und je mehr Kakao reinkommt, umso fester und klebriger wird die Masse, weshalb ich euch auch empfehlen kann, am besten so einen Teigspachtel zu verwenden. Am Ende habe ich das jetzt auch nochmal mit der Hand verknetet. Zieht euch dazu am besten nur einen Haushaltshandschuh an, weil das am Anfang wirklich noch super klebrig ist. Aber je besser das miteinander verknetet wird, umso weniger klebrig wird die Masse. Aus der Schokomasse formen wir uns jetzt auch schon einmal eine gleichmäßige Rolle, damit wir da gleich einfache einzelne Portionen draus schneiden können. Und dann wickeln wir die Rolle erst einmal in Frischhaltefolie ein und stellen sie für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank. Diese Zeit habe ich dann dazu genutzt, um eine Pralinschachtel zu basteln. Das habe ich an dieser Stelle auch mal ein bisschen improvisiert und ganz ohne Schablone gemacht, weshalb das am Ende auch nicht so super picobello ordentlich geworden ist. Ich habe für euch aber eine bessere Vorlage vorbereitet und lade euch die auf meiner Homepage hoch, dann könnt ihr euch das nämlich kostenlos herunterladen und ausdrucken. Nach dem Kühlen können wir die Rolle dann in Pralinenstücke zurechtschneiden und die rollen wir uns zwischen den Handflächen nochmal in schöne Kugeln und wälzen die zum Schluss nur noch in ein bisschen Kakao, damit das auch optisch so ein bisschen pralinenmäßiger aussieht. Damit sind wir dann auch schon fertig. Ich habe euch ja gesagt, das ist das einfachste Pralinenrezept überhaupt und die Pralinen sind circa 1 Woche lang haltbar, wenn ihr sie immer gut im Kühlschrank lagert. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, lasst auch super gerne ein Däumchen nach oben da und wer keine weiteren Schmackofatzigkeiten mehr verpassen möchte, kann auch noch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!